Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. 11 Oberhäusner, 11 Kehner. Nico Brandenburger als erster am Ball gewesen. Der erste lange Schlag raus und damit beginnt diese Partie. Rot-Weiß Oberhausen in Rot von links nach rechts. Kahn-Marienborn in Weiß, die Gäste. Ihnen, euch, viel Spaß bei dieser Partie der Regionalliga West. Und vielleicht ist ja dieser Samstag im beginnenden März ein weiteres Mal ein Tag einer Schlacht. Mit dem ersten Kopfball und mit der ersten Möglichkeit für Rot-Weiß Oberhausen in der ersten Spielminute. Es hat dann nicht mal 60 Sekunden gedauert für die erste Flanke von Nils Winter und für den Kopfball von Kelvin Lunga. Und dieser Rückpass geht dann fast ins Auge. Zumindest hatte Greyer darauf spekuliert und den auch erahnt. In der Mitte ein Kehner am Boden, nämlich der mit dem Zopf. Und da muss jetzt auch reagiert werden, weil Enzo Wirtz anscheinend da benommen ist. Sofort das Zeichen von Spielern beider Teams. Natürlich auch mittlerweile schon auch die Wahrnehmung der Gefahren von Kopfverletzungen viel, viel größer geworden und viel, viel sensibler auch geworden im Fußball hierzulande wie auch in vielen anderen Ländern. Und der Kapitän blutet am Hinterkopf. Aber trotzdem, die ganze Thematik wird mittlerweile sehr, sehr ernster genommen, viel ernster genommen als noch vor einigen Jahren. Und das ist auch richtig so. Etwas chaotisch, einer ausgerutscht. Zweiter Ball bei Oberhaus, gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Also doch noch mehr obendrauf gepackt aufgrund dieser verletzungsbedingten Unterbrechung. Ablage Merz, das gut gemacht, sehr gut gemacht. Und das war dann diese erste Möglichkeit, die Abwehr Oberhausen setzt. Kelvin Lunga mal über die linke Seite. Und der Pass kam nicht auf Greyer in diesem Fall, sondern auf Merz. Starke Ablage. Nachgesetzt gegen Fasnacht, gut gemacht. Und der setzt danach Tackling. Ball gespielt, entschieden von Benkow. Heißt, die Kleeblättler über Lunga. Der bislang gefährlichste Offensivmann. Guter Pass auf Greyer. Die Ablage auch. Greyer mit der Möglichkeit. Und da ist es dann geschehen. Jendrusch ohne Reaktion. Sven Greyer, 14. Saisontor. Oberhausen mit dem ersten, mit der Führung. Und viele hatten es erwartet. Es lag in der Luft. Diese ersten Minuten nach der Halbzeitpause. Greyer kurz mit der Ablage, die kommt dann wieder ein bisschen hoch. Ist nicht das erste Mal, aber die wird dann eben trotzdem noch gut weiterverarbeitet vom eingewechselten Jan-Lukas Doro. Der bringt ihn auf Greyer zurück und der Schuss ist dann drin. Merz sieht da die Passlücke, dann Heinz. Er versucht sich dann irgendwie noch durchzudribbeln, nachdem er kurzzeitig den Ball nicht ganz unter Kontrolle hatte. Nachgesetzt. Klaas, auch der, rückt mal raus, schiebt nach vorn. Progressives Verteidigen kann sowas dann auslösen. Und da ist wieder Mr. Torjäger. Auch der, dann getreten mit links. Und Stepanek. Gut reingebracht. Da steht Oberhausen mehrheitlich Mann gegen Mann. Und dann kommt einer in der Mitte durch und versucht, den direkt abzunehmen. Wir sehen es hier nochmal. Und wer hat sich da befreit? Es ist dann die 13 gewesen, nämlich Firat Tunjer, der stand gegen Heinz und Heinz verliert dann seinen Gegenspieler. Und jetzt lange hat er gewartet, Fasnacht kriegt dann irgendwann doch noch den Ball und zieht er mit Ansage nach innen, Waldrich setzt nach und irgendwie befreit sich. Oh, also stark gemacht. Doro auf Heinz. Heinz mit der Möglichkeit zur Entscheidung. Querpass. Kommt nicht an. Oberhausen bringt nicht das 2:0 unter. Langer Ball direkt auf Lunga. Und Lunga kriegt den Ball. Jetzt vielleicht er. Wird noch gut gestellt. Gut den Körper dazwischen gebracht. Heinz. Jetzt macht er mit links. Nicht unbedingt scharf, aber der rutscht dann fast noch Jendrusch durch. Es gibt die Ecke für Rot-Weiß Oberhausen. Anton Heinz. Hier macht das dann selber, nimmt dann den linken. Die Schlussoffensive von Kahn-Marienborn einläuten. Es ist aber erstmal Oberhausen, das hier an der Entscheidung nah dran ist. Immer wieder aber vorbeischrammt, auch bei dieser dritten Situation.
Jetzt der Eckstoß, der einmal mehr verlängert wird. Wieder kommt der Ball auf Öztürk. Wieder ist Öztürk auch am Ball dran. Also da passt das Timing sehr, sehr gut. Nimmt jetzt so weit einen Anlauf, wie er nur nehmen kann. Die halbe Tartanbahn wird mitgenommen. Einwurf bis an den Fünfer gezogen. Und die Kopfball-Weiterleitung landet dann nur bei RWO-Spielern. Abgefälscht. Und er kommt dann im Umwege noch zu Daniel Hammel. Der kriegt den aber nicht aufs Tor. Pietrovic in der Mitte. Zwei Rot-Weiß Oberhausner am Boden. Aber Rot-Weiß Oberhausen nicht am Boden, denn die Kleeblättler. RWO gewinnt mit 1:0 an diesem Samstag. An diesem Märztag. Bei Märzwetter, bei Wind und Regen vor über 2100 Zuschauern im Niederrhein-Stadion. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.